So wie der Künstler Christo einst den Reichstag in Berlin verhüllte, so ist in diesen Tagen die entstehende Konstruktion auf der Brückenbaustelle der Eifelstrecke zwischen Kilburg und St. Thomas zum größten Teil unter einer weißen Hülle verschwunden. Hier soll aber kein neues Kunstwerk entstehen, vielmehr ist die Hülle ein notwendiger Witterungsschutz für die Schweißarbeiten, die derzeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt werden. Und auch mit dem Filmen der Schweißarbeiten ist das so eine Sache. Wir warten noch auf eine passende Gelegenheit und reichen die Bilder nach. Rund 4 bis 5 Wochen werden die Arbeiten andauern, die von den Facharbeitern im Dreischichtbetrieb geleistet werden. Wenn dann die Hüllen fallen, wird die nahezu fertige Brücke zu sehen sein. Bis dahin müssen wir auf spektakuläre Bilder verzichten. Inzwischen fahren die Regionalzüge von Trier bis Gerolstein über die bisherige notdürftig instandgesetzte Brücke über die Kill.